zur Diskussion der Ergebnisse, die natürlich gleich auch im Dialogforum aufgefasst werden und weiter diskutiert werden. Diese dienen jetzt erstmal nur als Anregungen. Es gibt ja auch noch keine Ableitung von Konzepten. Das sind erst die Schritte, die noch folgen werden. Zum Thema amtsgebundene Seelsorge. Handlungsempfehlung wäre, dass eben ja so ein bisschen die Abgrenzung von amts- und nicht amtsgebundener Seelsorge klarer definiert ist, um eben auch diese Frage, ja, bin ich jetzt seelsorgerisch tätig oder nicht, vielleicht hier und da klarer zu fassen. Dann natürlich auch durchaus die Gleichwertigkeit der nicht amtsgebundenen Seelsorge zu bestärken oder zumindest diese Wertigkeit eben in dieser Definition auch zu formulieren. Und die Frage wäre dann, wenn es hinsichtlich der seelsorgerischen Begleitung geht, die Versorgung aufrechtzuerhalten, inwieweit eben weitere Dienste in der Seelsorge etabliert werden können, mit Blick zum Beispiel auf eben die Trauerbegleitung, die inzwischen ja einen festen Platz in unserem Gemeindeleben erhalten hat. Ja, die freien Textantworten zu den Erwartungen an Seelsorge lassen darauf schließen, dass es ja eine sehr individuelle Seelsorge gibt, also das Gespräch wirklich mit einer Person, und dass kirchliche Angebote, die ebenfalls als wertvoll erachtet werden, durchaus ergänzend gesehen werden. Also Stichwort quasi, es gibt so eine Art gemeinschaftliche Seelsorge durch kirchliche Angebote und wirklich die individuelle Seelsorge. Und hier könnte man sich eben die Frage stellen, wo in den kirchlichen Angeboten vielleicht auch mehr individuelle Seelsorge stattfinden kann. Gerade auch kirchliche Angebote, die besonders viele Personen erreichen, dass dort eben auch irgendwo ein Platz ist, ein Angebot, das individuelle Seelsorge erfüllen kann. Natürlich aber eben mit Blick, was für Erwartungen müssten dann erfüllt werden, dass es dann auch wirklich als individuelle Seelsorge wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang nochmal der Blick zurück auf die Ergebnisse. Das war diese Tabelle mit der Wahrnehmung und der Bewertung der kirchlichen Angebote. Und ja, dieser Gedanke kann ja beispielhaft mal hinsichtlich Begrüßungsdienst bewegt werden oder Videogottesdienst. Wo kann da vielleicht noch stärker individuelle Seelsorge stattfinden? Beim Videogottesdienst dann halt entsprechend digital, beim Begrüßungsdienst eben vor Ort in der Gemeinde. Und ein weiterer Punkt, ein bisschen provokant formuliert, Seelsorgende gleich eierlegende Wollmilchsau. In den Erwartungen wird natürlich oftmals erwähnt, dass ja manche einen Rat haben möchten oder erwarten, andere wiederum auf keinen Fall. Die einen möchten angesprochen werden, die anderen möchten auf keinen Fall angesprochen werden. Und es entsteht halt der Eindruck, ja, der Seelsorger oder die Seelsorgerin muss irgendwie alles können und dann aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist natürlich sehr schwierig oder kaum möglich. Allerdings haben auch so ein bisschen die Ergebnisse gezeigt, dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger keine Sorge vor diesen erhöhten Erwartungen haben muss, dass die Person oder dass man sich wirklich auf den Amtsauftrag konzentrieren kann. Dennoch sollte der erste Schritt immer initiativ durch die Seelsorgenden erfolgen, also gerade um eben ein erstes Kennenlernen oder diese Problematik, ich weiß gar nicht, wer, an wen ich mich wenden soll, zu überbrücken. Dann aber eben das Bewusstsein für diese unterschiedlichen Erwartungen fördern, dass die halt schwierig für jeden individuell zu erfüllen sind und dass man wirklich offen darüber spricht, welche erfüllbar sind und welche nicht, und dass einem Seelsorgenden durchaus dann auch bewusst ist, ja, die Person möchte jetzt wirklich auch angesprochen werden, da habe ich einen stärkeren Blick drauf. Dann
Das erleichtert dann natürlich auch eben dieses Erkennen von Bedürfnissen im kirchlichen Alltag, hier mal genannt. Kirchlicher Alltag meint natürlich ja diese Begegnung im Gottesdienst, dass man einen Blick dafür hat, meinem Schäfchen quasi geht es gerade gut oder vielleicht nicht so gut. Ja. Und eine wichtige Frage wäre natürlich, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden können, was ja durchaus natürlich eben ist, wohin können die Gemeindemitglieder gehen, wenn vor Ort wirklich der Bedarf des Gemeindemitglieds nicht gedeckt werden kann, aus ganz natürlichen Dingen, beispielsweise genannt aus den offenen Antworten, wenn die Seelsorgerin oder der Seelsorger eben auch mein Familienmitglied ist und man sich da natürlich entsprechend schwerer öffnen kann oder nicht öffnen möchte. Wo kann dann dieses Gemeindemitglied hingehen?